Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen hier in Kufstein, meiner Heimatstadt. Und wir sehen hier die Festung von Kufstein. Aber um die geht es heute nicht. Aber ist übrigens eine echt schöne Festung. Wir fahren heute mit dem Railjet von Kufstein bis nach Innsbruck. Das ist eine Strecke, die ich gerade vor kurzem selbst gefahren bin. Und wer mich schon ein bisschen länger beobachtet, der weiß, Railjet und ich vertrauen uns eigentlich nicht so gut. Weil jede Fahrt, die ich mit dem Railjet bis jetzt hatte, ist immer ein kleines Desaster geendet. Ich hoffe, das ist heute nicht so. Alle Zugsicherungssysteme werden an sein, mit Ausnahme der SIFA, die bleibt aus. Und ja, wir sind hier so ein kleiner Einteiliger, kurz, aber fein. Und ich würde sagen, wir machen die Pause einmal raus. Und schauen, dass in der Lok hier soweit alles passt. Okay, wir machen die SIFA aus. AFB ist auch schon an, auf 80 eingestellt. Das ist doch wunderbar. So, hier habe jetzt nur das kleine Problem, dass sich meine Taskleiste nicht mehr ausblendet. Das finde ich voll super. So, jetzt aber. Perfekt. So, einmal umdrehen. Das geht ja wieder so nicht. Muss ich wieder mit dem Falllasten hier machen. LZB hätte ich gerne an. In dem Fall, dass wir auf die entsprechende Strecke fahren. Ansonsten ready to go. Die Teilnehmeranzahl ist irgendwie nicht so geil. So eine E-Bremse Erhöhung aus. Rage Betrieb ein. Das passt. So. Du gehst da nach vorne. Die restlichen Bremsen, glaube ich, sind okay. Du bist dran. Aus. Sehr gut. Machen wir wieder klein. Ich wäre so gerne mit den Ansagen gefahren. Aber RB Enhancer, der will mir das Overlay einfach nicht mehr reindrücken. Keine Ahnung, wieso. Jetzt habe ich schon doch knapp anderthalb Stunden damit verbracht, zum Schauen, ob ich es zum Laufen kriege. Aber wollte nicht. Aber halt ohne. 230 darfst du fahren. Interessant. Dann sage ich währenddessen mal den Bahnhof von Kufstein ein bisschen anschauen. Der ist eigentlich weitestgehend authentisch. Nur dieses Gleis da hört mittlerweile hier vorne auf. Wieder zurück entgegen. Das ist nicht mehr da. Aber der Rest, alles soweit noch da. Das Gleis hier, da bin ich mir nicht sicher, ob das noch da ist. Darf ich mir jetzt hier gar nicht sagen, weil so weit hinten war ich noch gar nicht. Das ist so semi-realistisch hier hinten. Da ist kein Parkplatz mehr, da sind jetzt Container und haben mich tot. Und da geht's raus nach Kiewersfelden zu der deutschen Grenze. Mir fällt jetzt gerade auf, die Brücke hier. Ist ein bisschen schräg, aber okay. Mein Kollege. Das hier sind quasi die Bahnsteige, wo dann die Deutsche Bahn mit ihren Regios hier reinfahrt. Die Gebäude so stehen jetzt hier auch nicht mehr. Das ist alles ein... Oh, wir müssen abfahren. So, machen wir die Türen zu. So, komm. Einmal zu machen. Und Abfahrt. Habe ich das SIFA jetzt ausgemacht? Schon, ne? SIFA ein, SIFA aus. Okay. Ah, diese Tonleiter von der Taunus ist halt schon schön. Ja, in fact, ich bin gerade gestern diese Strecke gefahren und da war hier alles voll mit Loks und Locomotion. Na, ist eine doofe Ansicht. Machen wir das mal so.
So, 111. Ah, 110, Entschuldigung. Währenddessen könnten wir uns eigentlich mal den Passagierbereich nochmal anschauen. Wo die Anzeige falsch ist. Wir fahren nicht nach Wien. Also typisch Weichelt hat hier drin. Mehr Ansichten hat sie nicht. Ne, erste Klasse. Die ich irgendwie nicht so besonders finde, außer dass man da Platz bedient wird. Die Abteile sind aber wiederum echt mega geil. Wenn es nicht so viel kosten würde. So, das war's mit den Ansichten. Naja, okay. Mein Kollege. Ah, 150. Das Witzige ist, wenn ich die Taste 2 drücke, was eigentlich vorne wäre, geht er automatisch hier nach hinten. Oh, machen wir Screenshot hier. Schöner Zug. Ah, ist schon angenehm, wenn man hier ein bisschen in der Heimat fährt. Weiß mal, wo was ist. Ich meinte, ich bin die Strecke nach Innsbruck auch schon mit dem Talent gefahren. Also ich meine jetzt den Simulator. Nicht auf, bin ich das vor alle Fälle schon gefahren. War damals zur Berufsschule. Mehrmals mit dem. Aber ich glaube, ich bin noch nie die Schnellfahrstrecke gefahren. Nächster Halt, Next Stop, Würgl. Ausstieg in Fahrtrichtung links, glaube ich. Gembach müsste es dann auch wieder links sein. Ja, jetzt haben sie wirklich gut getroffen, da soweit. So, Kirchbichl, da ist ein bisschen Industrie. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob die nach wie vor noch was macht, aber es ist soweit alles noch da. Da vorne ist gelb, das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Das ist für uns gelb. Und grün. Okay. Und dann sind wir jetzt auch jeden Moment dann in Würgl. Ja, aber schon mal sowas so gut in der Zeit. Freut mich. Okay, mal runter. Weil eigentlich kann man jetzt gerade direkt mal reinbremsen. Mein Kollege.
So, letzte Kurve wieder vorne. Da geht auch die Strecke nach links weiter. Da geht es dann Richtung Kitzbühel und Co. Gibt es ja auch als Strecke hier im TS Classic. Gibt ja auch diese riesenfette Combined Route. Du hast ein paar Kilometer dann zum Fahren. So, und da Bär Wörgl. Hat so ein paar Abstellgleise hier für die ganzen Güterzüge. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay. Tut mir leid für die falsche Ansage. Fuck. Scheiße. Ob ich übersehen. Okay. Machen wir halt die Tür auf. Ja, ist ja gut. So, was ist jetzt wieder beruhigt? Hoffen wir es mal. 1000 Hertz. Ah, scheiße. Naja, war klar. Aber wir sind soweit auf dem Bahnsteig. War nur ein etwas härterer Halt. Okay. Dann werden wir da so rumstehen. Was haben wir eigentlich hier so da rumstehen? Auf den Güter. Meine Lieblingslok, 1144. Aber die 42 ist auch ganz nett. Ja, mit dem müssten wir auch mal wieder fahren. Ja, Taurus und 1144 im Doppelpack. Eben da geht die andere Strecke weg. Ein deutscher Kollege. Dich habe ich so noch nie hier gesehen. Und irgendwo da hinten ist dann Aufladung für die Roller. Also rollende Landstraße. Ich glaube, das Gleis hat sie auch nicht mehr. Bin nicht so sicher, aber ich glaube, das gibt es hier nicht mehr. Ansonsten Bahnhof von Wörgl. Der Vorplatz schaut definitiv anders aus. Aber das Gebäude kommt so weit hin. Sonst irgendwie was Spannendes hier. Nee, ne? Einfach nur Abstellgruppen. Ach was. Drehscheibe? Wörgl hat eine Drehscheibe? Hier hinten war ich noch nie, deswegen bin ich gerade erstaunt. Drehscheibe Wörgl. Jetzt muss ich tatsächlich mal schnell bei Google gucken. Drehscheibe Wörgl. Gibt's davon ein Bild? Also ich habe gerade ein historisches Foto davon gefunden. Das gibt's doch nicht. Wisst was, nachdem wir ja eh noch ein bisschen stehen müssen, muss ich ja eh einen Cut machen. Und währenddessen schaue ich mal, ob diese Drehscheibe noch da ist. Wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Wir haben jetzt gerade die Abfahrt bekommen. Wir dürfen wieder los. Ich mache die Pause mal wieder weg. Den machen wir zu. Hallo. Möchtest du die Tür bitte zumachen? Warum kann ich jetzt die Tür nicht zumachen? Was ist jetzt? Das gibt's ja nicht. Warum? Deswegen nicht. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum kann ich jetzt... jetzt. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Also wie gesagt, die Drehscheibe ist noch da. Ich habe bei Google Maps nachgeschaut. Und das Foto war angeblich vom Jahr 2022, also das Jahr. Sieht noch gut aus. Wobei, ich frage mich, was die mit der Drehscheibe da anstellen. Okay.
Okay, ab nach Jembach. Und das hoffentlich ohne, dass uns die PCB eine wischt. Das würde ich super finden. Ich mag die Lackierung. Wir haben sie echt gut getroffen. Sehe fast jedes Mal, wenn ich im Zürcher Hauptbahnhof bin, steht mindestens irgendwo ein Wadget. Ich würde gerne mal mit dem Nightjet fahren. Da schaut ja, also der neue optisch ja fast ähnlich aus wie der Wadget. Wir gehen mal am Maximum Schmackes. Da ist die Rola. Da wird aufgeladen. Von da bis zum Brenner und weiter. Ah, oh, Brennerfahrt, das war eigentlich auch noch was. Das könnte man eigentlich machen von Innsbruck zum Brenner rauf. Dauert nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Je nachdem, was auf ihn zukommt. Aber ich glaube, da würde ich dann mal wieder was Historisches fahren. Warum ist da Fahrt? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Und so ein kleiner Tipp, wenn ihr mit dem Railjet fahrt, dann macht es unbedingt eine Sitzplatzreservierung. Ich habe den Fehler gemacht von der Fahrt Zürich nach Kufstein. Und der war total voll. Und da gab's, also ich bin in die ersten, zweite Klassewagen halt rein. Und da stand halt überall reserviert, reserviert, reserviert. Und da war ein Wagen, da war halt nix. Weil die ganze Beleuchtung ausgefallen, also die Anzeige zumindest ist ausgefallen. Da dachte ich, ja, super geil, da ist alles frei. Und ich war die Viertelstunde vor der eigentlichen Abfahrt da, wo der halt schon da gestanden ist. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass hier trotzdem alles reserviert gewesen ist. Und dann hat es geheißen, im Gang erstmal sitzen. War geil. Aber Gott sei Dank nicht viel lang, sind dann ein paar Leute wieder ausgestiegen. Aber ich Schlaumeier habe natürlich das Ticket an dem gleichen Tag gekauft, wo ich gefahren bin. Hätte ich es ein bisschen früher gemacht, hätte ich Platz gehabt. Schneller fahren. Warten wir für einen Moment. So. Maximum Schmackes. Sehr gut. Können wir ein bisschen Sexy Cam machen. Jetzt, wo wir hier grüne Welle haben. Hört man hier das Zugbeeinfluss, wenn ich das drück? Nee.
kriegen wir jetzt doch mal eine gelbe Welle da vorne. Ich glaube, das ist immer so, kurz bevor wir da sind, schaltet er um. Oh, ich werde gerne da unten fahren. Mann. Na gut. Dafür fahren wir bei Rattenberg vorbei. Schöne kleine Stadt. Hat einen mega geilen Weihnachtsmarkt. Da war es jetzt vor 10 Jahren oder so. Meinte, da kommt dann gleich ein Tunnel, wo wir hier durchfahren. Ja, genau. Da links ist dann die Bundesstraße. Wir waren hier in der Nähe, hatte ich mal einen Feuerwehreinsatz. Im Schneeregen. Boah, das war das Schlimmste überhaupt. Stundenlang da draußen, bis der dann alles wehgetan hat von der Kälte. So, geh mal wieder rein. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass es ja mit dem Train Sim World 3 vielleicht in der Zukunft ein bisschen besser wird. Es gab ja diese Beta-Umfrage drin und da war mitunter ein Punkt, was man sich halt am meisten wünschen würde. Oder wie haben sie es genannt? Ja doch, was man halt vom Daftergeist am liebsten hätte nach Priorisierung, was sie als nächstes machen sollten. Da war halt mit aufgeführt der Editor. Neben Multiplayer und noch einen weiteren interessanten Punkt. Also ich habe natürlich den Editor auf Platz 1 gemacht. Bitte bringt endlich den blöden Editor raus für das Spiel. Jedenfalls war noch ein Punkt, andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Dispatching oder Train Conductor und solche Sachen. Das würde ich noch interessant finden, wenn sie das drin hätten. Also dass du irgendwie da am Zug mitfahren musst oder halt tatsächlich FTL-Modus. Ah, da vorne. 130. Ja, weil garantiert halt den Wind kriegt, mitbekommen. So, Entschuldigung. Ah, Deutsch. Wegen Simrail. Dass sie jetzt da Druck kriegen. Aber könnte spannend werden. Aber vermutlich ist dann eh wieder nur so halbherzig, wenn sie es machen. So wie den ganzen Rest, was sie da machen. Aber ja, irgendwie so Schaffner-Simulation, dass du irgendwie durchgehst, Fahrkarten kontrollierst und so bei der Fahrt, stelle ich mir schon irgendwie witzig vor. Ich glaube, das geht in keinem anderen Spiel, wo du irgendwie so Schaffner sein kannst. Ich kenne das Fahrkartenkontrollieren, glaube ich, was war das, der Bus oder war das Obensee, wo du durchgehen konntest und die Leute explizit nochmal nach der Fahrkarte fragen kannst. Ich bin mir nicht sicher. Aber wird euch persönlich das mal gefallen? So irgendwie Zugbegleiter, Schaffner sein auf einer Strecke, wenn After Games das umsetzen würde? Ladies and Gentlemen, nächster Halt, next stop, Jenbach. Umsteigemöglichkeiten zur Aachenseebahn und Zillertalbahn.
mal schön Strom generieren hier. Erwischt mir jetzt keine. So, bist du noch? Und wir sind auch perfekt in der Zeit. Sehr gut. So, Tür auf. Und es Abfahrt. Um eins nach. Ein bisschen lang. Okay. So, da wäre die Aachenseebahn. Haben sie echt schön getroffen. Der Kollege steht leider nicht mehr da. Aber ich glaube, das Signal ist noch da. Und da geht es ja hoch. Alles mit Zahnrad hier. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Aber okay. Zillertalbahn. Super Schmalspur hier. Schaut, dass hier nichts rumsteht. Aber ja, kommt so weit hin. Da stehen immer die ganzen historischen Sachen hier rum. Also gerade wo ich jetzt gefahren bin, sind da ein paar Wagen hier draußen gestanden. Wo fährst eigentlich du hin? Du wärst noch nicht einsteigen. Mensch, das ist ein super Ort. Da waren irgendwie alle Züge immer hin. Zwei Wasserkrähen. Ich glaube, die zwei sind mir auch noch nie aufgefallen. Jetzt wäre es wieder was für Google Maps. Schauen Sie mal ganz kurz nach. Jembach. Bitte einmal zeigen. Wo ist der Jembach Bahnhof? Da ist der Jembach Bahnhof. Wenn man das Foto so anschaut, glaube ich, stehen die nicht mehr da. Naja, sieht nicht so aus. Und geht dann da hinten weg. Mega schöne Gegend. Und wenn ihr mal da seid, fahrt mit der Aachenseebahn. So, ich würde sagen, ich mache für euch mal ganz kurz einen Cut, bis es soweit ist, und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Und einen Schnitt später haben wir auch schon die Abfahrt. Dann machen wir die Pause wieder raus. So, Türen bitte wieder zu. So, du kommst wieder nach da ganz vorne. Und lösen. Sehr gut, Abfahrt. Okay, wieder vorne rein. Die einzige Sache, die mich halt an den Ragehead wirklich stört, das ist immer wieder mal. Ich hätte es so gern weg. Da, schon wieder. Ich hasse dieses Geräusch. Damit könnte man echt ärgern. Thank you.
ist die Autobahn hier. Die interessant aussieht. Aber okay. Und in Jembach gab es ein mittelgroßes Feldbahnnetz. Was jetzt nicht mehr da ist. Und eher noch spannend. ...120. Okay. Ja, dann. Wenn die Sachen 120, dann fahren wir 120. Jetzt vermutlich auf die Schnellfahrstrecke dann rüberkommen. Ah, wir werden vermutlich in den Tunnel reingefahren, wird mein Jembach nicht halten. Das macht Sinn. Das ist aber eine harte Kurve für 120. Da, ich glaube, da schmeiße ich mal alle Getränke und Essen weg vom Tisch. Und runter geht's. Gleich wird's dunkel. Warte mal, habe ich jetzt die SMBs an? Okay. Ja, dann. Da haben wir jetzt nicht halt über 160 zu fahren wegen der PZB. Ich muss da mal ganz kurz nachgucken. Eventuell habe ich jetzt sowas mit der LZP übersehen. Bin gleich wieder da. Also nachgesehen habe ich nochmal. Ich habe da wohl nichts falsch gemacht. Wir werden jetzt mal über 160 fahren. Schauen, was passiert. Jetzt kann ich aber auch die AFB nicht mehr einstellen. Ah, doch, jetzt. Nee, sie lasst mich auch gar nicht über 160 gehen. Spannend. Ich meine, wenn ich das jetzt deaktiviere, da geht hier das B mit an. Nö, keine Ahnung. Also, wer weiß, was ich jetzt hier gerade falsch mache oder hätte machen sollen, wird mir unser 220 fahren können. Gerne reinschreiben, oder? Es ist irgendwas an der Strecke an sich, dass hier der Ragehead nicht mitkriegt hat, dass wir hier schneller fahren können. Mit LZB. Sehr komisch. Sehr komisch. Gut, wir hätten auch die PCB ausmachen können, aber dann ist weniger spannend. Mein Fernlicht. Oh geil, wir haben Fernlicht.
cool. Endlich mal eine gescheite Ausleuchtung hier drin. Das ist echt selten. Hier ist aber auch nichts Draht für LZB. Herzlich willkommen im Tiroler U-Bahn-Simulator. Bin mal gespannt, wann dieser Megatunnel da fertig wird, den sie da unter dem Brenner die ganze Zeit schon bauen. Oh, geht's davon schon wieder raus? Ja, war ja ein kurzes Abenteuer. Naja, oder auch nicht. War noch eine sehr kurze Freude. Ich probiere jetzt einfach mal BZB aus. Ah. Wow, das hat es jetzt gerade vollbracht. Da vorne schon wieder 160. Wenn ich jetzt die BZB wieder reinmache, dann werden wir vermutlich gerade eine Zwangsbremsung reinhauen, oder? Nee, macht er nicht. Okay. Ah, es kann es auch nicht sein, dass ich hier PCB ausmachen muss. Oh, was? 120? Oh, dann bremsen wir wieder runter. Oh, und warum gibt es für einen Rage at 120? Nicht geradeaus weiterfahren. Ja, die Kurven ist wesentlich angenehmer. Oder ist es die eine Neubaustrecke, was jetzt hier rauf geht? Hat so ein bisschen die Orientierung verloren. Ist das schon hier? Ja, muss auch fast so sein. Naja. Oh, 160. Das fahren wir natürlich. Eigentlich in Österreich noch irgendwo Stellen, wo diese Fernmeldekasten eigentlich noch aktiv sind. Die bis jetzt nur noch durchstrichen sind. Und
da wären wir in Hall in Tirol. Mit einem großen Bühnenbereich. Ja, auf der linken Seite. Da ist eigentlich immer was los hier. Und ich glaube, da vorne links hat es ein bisschen Abrollhügel. Meinte ich. Was ist das? Ich glaube, da hinten war er. Wo geht's denn da hin? Industrieanschluss? Oh, für uns sind es jetzt auch noch 7 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Gott sei Dank, haben wir umgeschalten. Oh, das war sicher ein geiler Spot hier, um Fotos zu machen. Weil wenn die dann mit Fullspeed hier unterwegs sind. 80. Stell mal das doch mal ein. Dass die auf das jetzt nicht reagiert hat. Ich bin schon mal gespannt, wie das Ganze dann mit Dynetics 12 dann aussehen wird. Wenn sie es denn irgendwann mal reinbringen, im Jahre 2026 oder so. Ah, das wäre super. So, da hätten wir 80. Und da wäre mein Innsbruck. Also mit Innsbruck bin ich noch nie so wirklich warm geworden. Also mir gefällt es in der Stadt nicht so wirklich. Vermutlich wegen damals von der Berufsschule. Es war so unangenehm da jedes Mal in Innsbruck. Also ich müsste hier nicht unbedingt wohnen. Also, lebt mir nicht falsch. Optisch ist grundsätzlich eine schöne Stadt an sich, aber ich weiß nicht, mir gefällt es doch trotzdem nicht. Hat immer so einen doofen Beigeschmack bei mir in Innsbruck. Mal schauen, ob da ein bisschen was los ist hier in Innsbruck. Die Frames haben sich zumindest schon mal gemeldet. Oh, geht's für uns gerade geradeaus weiter. Da links geht's zum Güterverlad und Abstellbereich.
Oh, da bin ich früher mal ein bisschen umrangiert. Das war so cool hier in Innsbruck. Moin, Rajet. Da ist er, da 500 Hertz. So, als jeder Bahnsteig, wo ich gestern eingestiegen bin. Aha, geil. Södele. Bleib mal hier mal stehen dann. Ah, oh, komm. Performance, bleib da. Wunderbar. Damit hätten wir es geschafft, hier nach Innsbruck zu fahren mit unserem Rajet. Hat Spaß gemacht. War ja gar nicht mal so katastrophal. Nur eine Zwangsbremsung. Bin stolz auf mich. Naja, ich hoffe, das hat euch auch gefallen für den kleinen Ausflug hier. Einmal durch die Hälfte von Tirol. Mal schauen, ich glaube, das nächste Mal fahren wir jetzt wirklich mal vom Brenner hoch. Also, bis dann. Wünsche euch was. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.